Hallo, willkommen zum Eurotruck Simulator 2 zum Together mit dem Manikus. Hallo. Und dem Stefan. Hallo. Wer hat eigentlich von euch die Motoren nicht ausgemacht? Unverschämterweise hier. Ja, ich gebe schon wieder Gas, Chef. Ich bin schon wieder unterwegs, weil sonst beschwerst du wieder nicht. Es geht nichts weiter. Ja, aber im Leerlauf hier rumzustehen, das ist auch eine Unverschämtheit. Das kostet mein Geld. Nee, da habe ich einen Motor angestellt gehabt. Nicht? Also ich habe Videobeweise. Nicht? Den habe ich erst gestartet, wie gesagt, so, und jetzt fahre ich schnell los. Ja, dann war das der andere. Nicht? Weil damit die Ananas mir nicht folgen kann. Ja, das versteht jetzt natürlich keiner. Weil nee, die Zuschauer verstehen das nicht. Wir haben gerade ein interessantes Offline-Thema gehabt. Und zwar hat mir der Dasi da irgendwelche Geschichten erzählt. Ich meine, ich glaub's ihm ja fast. Ja, ich glaub's ihm, ist egal. Er hat Orangen, ja, also eine Orange, ja, die ist ausgehöhlt und in dieser Orange ist ein Eis drin, ein Orangeneis, ja. Und das hat er sich gekauft und es ist so lecker, da könnte er sich reinsetzen, ja. Und da hat er halt erzählt, dass das in verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, nicht? Mit Zitrone und dann mit Ananas, ne? Ja. Und da habe ich gesagt, hey, du magst die Ananas? Verstehe nicht ganz, nicht? Also, aber naja, okay, und über das haben wir jetzt relativ viel lachen müssen und ja. Naja, so ist halt der Tasse, ne? Ja. Ja, aber das Eis ist auch, also Leute aus Deutschland, die uns zuschauen, die meisten kennen es von Netto, weil Netto bietet das im Sommer eigentlich regelmäßig an und Rewe bietet es halt regelmäßig an. Das und wir haben aber keinen Vertrag mit Rewe, nee, und die Netto. Sponsoren also, uns nicht. Das sind so Schleichwerbungen. Ja. Leider kriege ich auch kein Eis deshalb umsonst von denen. Ich muss die leider weiterhin auch selbst kaufen. Aber wie gesagt, die gibt's im Sommer und da freue ich mich eigentlich immer wieder drauf, weil es ist halt mal ein anderes Eis, als was man sonst so kauft. Auch wenn kann. Du das Ananas nimmst? Auch wenn ich die Ananas mache. Okay. Verstehe ich nicht, dass du das nicht umsonst kriegst. Also normalerweise, wenn man da was nass macht, dann kriegt man das schon. Nee, du weißt ja, manchmal muss man dafür bezahlen. Ja, man muss ja auch eines sagen, wir haben ja festgestellt, der Stefan und ich, ne? Ich meine, der Stefan fährt jetzt in Offline, ja, also wenn wir nicht aufnehmen, ja. In Konvoi war zum Beispiel auch dabei, der Stefan, der hat uns geholfen, die Tour auszusuchen, beziehungsweise abzufahren und Lalaland hast du nicht gesehen. Also wir fahren mit dem Stefan relativ viel offline. Und der Stefan hat das auch mittlerweile, glaube ich, schon bemerkt, ja, dass der Tasi, ja, normalerweise sagt man ja, jeder Seefahrer, ja, hat ein Mädchen in jedem Hafen. Ja. Beim Tasi ist das in Spiel so, in jeder Stadt hat der Tasi ein Mädchen. Ja, und Unterstellungen? Nee, das ist keine Unterstellung, das haben wir ja bewiesen, gell, Stefan? Ne? Aber wir müssen das aber mal klarstellen. Wenn wir jetzt das so sagen, warum ich in jeder Stadt ein Mädchen habe, das ist ja nur die Tarnung für dich, damit du ein Alibi gegenüber deiner Frau hast, damit die nicht rauskriegt, dass das deine Freundinnen sind. Na genau, nicht. Also ich muss ja eben, nicht, das müssen wir aufrechterhalten aus dem Grund, nicht, weil ich krieg da über einen Zitronenkugelhupf, ja, weil den gibt es bei uns leider nicht mehr in Wien. Ich war jetzt schon in XY Einkaufsläden, ja, ich nenne da keine Namen, weil sonst ist das wieder Schleichwerbung. Ich krieg den blöden Zitronengugelhupf nicht mehr und da haben wir gedacht, na okay, na dann mache ich das halt in ETS und fahre die Städte halt ab und überall, wo es einen Zitronengugelhupf gibt, bleibe ich stehen und lade mich auf einen Zitronengugelhupf ein. Ne? Was du, wie du das komisch bezeichnest, Gugelhupf? Gugelhupf ist was Leckeres, hört, wenn ein Zitronengugelhupf ist. Ne? Also ich mache nicht die Ananas, sondern ich esse Zitronengugelhupf. Unsere Zuschauer denken auch, was haben die geknallt. Ja, Tobi von ETS, da geht es nicht anders. Ja. Das stimmt. Ach ja. Das stimmt. Na gut, jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten verplempert und sind. Ja, unser altes Thema nehmen wir jetzt an. Ja, das war jetzt Außerirdische und Lalaland hast du nicht gesehen. Und da stelle ich jetzt eine Frage jetzt nicht nur an euch zwei und an mich selber, sondern auch an unsere Zuschauer. Und zwar, was glaubt ihr, war der Mensch schon am Mond oder war er noch nicht am Mond? Ja, da gibt es ja die schönsten Verschwörungstheorien. Ich habe da nur ein einziges Thema zu sagen. Sollte der Amerikaner das getürkt haben damals? Also vorgetäuschte Mondlandung etc. Glaube ich nicht, dass der Amerikaner damit durchgekommen wäre. Das wäre ein gefundenes Fressen für die Russen und für die Chinesen gewesen.
Ich glaube nicht, dass die Lüge von den Amerikanern gedeckt hätten. Die hätten ausgeschlachtet. Entschuldigung, dass ich dich da jetzt unterbrich. Ja. Waren das nicht drei Amerikaner, die was auf dem Mond gelandet sind? Du hast gesagt, der Türke. Getürkt. Ah, getürkt. Oh, ja, was? Okay. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Scheiße. Ich dachte, wenn der Amerikaner das getürkt hatte, das Landen. Also, deshalb muss ich sagen, es gibt verschiedene Verschwörungstheorien zu so vielen Themen, ob das Kennedy-Ermordung war und sowas. Aber ich sag einfach, die einzige Verschwörungstheorie, die für mich nicht existent ist, ist die Mondlandung. Weil ich sag jetzt einfach, der Russe hätte den Amerikanern das so ums Maul geschmiert und dem nachzuweisen, dass sie nie am Mond gewesen wären. Das hätte der Amerikaner nie als Lüge durchgekriegt. Das wäre doch, stell dir doch mal der Russe vor, der Russe hätte das jetzt, auch wenn es nicht direkt rausgefunden hätte, aber jetzt in der Zwischenzeit hätten die es rausgefunden. Die hätten ja jetzt nachgucken können, das Mondauto ist doch da oben, etc. So, und würde es die Sachen da oben nicht geben, der Russe hätte den Amerikaner so vorgeführt. Hä, wie kann der durch die Leitplanken fahren? Vorsicht, ja, keine Ahnung. Wie geht das? Weiß ich nicht. Hast du das jetzt gesehen? Der ist ja einfach durch die Leitplanken durch. Hallo? Geht's nicht? Also war ich jetzt auch leicht überrascht. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ist da schon wieder so ein Cheat-Ding in Hamburger? Ja. Na toll. Ja. Keine Ahnung. Kann ich sagen, jetzt auf einmal nur von der anderen Seite rüberkommen. Naja, ich habe ihn da drüben stehen gesehen und mir gedacht, der sperrt die Autobahn ab, ne? Dass das wieder so ein Komiker ist. Ja, der bremst uns jetzt aus. Gehe ich auf die Seite, wechselt er auf die Seite. Der hat auch die Warnblinkanlage an. Ich weiß nicht, was der vorhat. Na super. Ich fahre mal über die Seitenstreifen und mach mal eben Speicherpunkt. Jupp. Das ist mir doch. Vorsicht, Stefan, nicht zu nah auffahren, ich speichere. Ah, ist kein Problem. Gut. Weil jetzt fährt. Der fährt also auch immer auf die Spur, wo ich hinfahre. Ne, ist ja toll. Ja, das ist ein Spaßvogel. Jetzt haben wir so einen Wappler da. Keine Ahnung, was der vorhat. Gehe ich nach links, geht er nach links. Gehe ich nach rechts, geht er nach rechts. Boah, ich könnte ja mal einen kleinen Report starten. Naja, wenn kein Admin da ist, ist das sehr sinnbefreit, ne? Die Admins werden alle auf Europa 2 rumhängen, wenn sie da sind. Ja, ich weiß nicht, was er vorhat. Es scheint ja schon sehr amüsant für ihn zu sein. So, jetzt fahren wir. Siehst du, jetzt fährt er auch wieder rüber. Nein, ich hab gerade einen Fehler gemacht. Ich bin nach Berlin reingefahren, ich Trottel. Aber ist wurscht, wir treffen uns in Berlin, ja? Du bist jetzt nach Berlin gefahren? Ja, unabsichtlich bin ich da weggefahren. Vielleicht werden wir da los, den Haber gucken. Ja, ich bin jetzt an ihm einfach vorbeigefahren. Wäre mir jetzt egal gewesen, wenn er gerammt hätte, weil ich hatte ja einen Speicherpunkt angelegt. Ja. Vielleicht hat er den Report gesehen. Ne, die sieht er doch nicht. Höchstens dann, wenn er gekickt wird, dann hätte er... Oh, er hat mich voll gerammt. Ach, ah, super. Naja, das war egal. Ja, das war da abzusehen, dass er irgendeinen von uns auf jeden Fall rammen wird. Ja. Gut, dass wir, wie gesagt, gut, dass wir Speicherpunkte angelegt haben. Nochmal. Ich bin in Berlin, Werkstatt, ja. Jetzt liegt er auf der Seite. Yes. Ja, schade, dass Stefan nicht auch aufnimmt, sonst hätten wir das jetzt, oder unsere Zuschauer könnten das jetzt im Video dann auch sehen. Ja. Ich weiß nicht, was solche Idioten davon haben. Keine Ahnung. Ja, nix natürlich, ne? Das ist einfach nur für jener macht Spaß, der hat da seine Befriedigung und ja. Dem geht jetzt einer ab. Ja, ist er ein kleines Kind, ne? Ja. Das sind die 8- bis 14-jährigen Kinder, die was nichts anderes zu tun haben, als wie sowas zu veranstalten. Ja, und da wahrscheinlich in der Schule nur gemobbt werden und dann im Internet mal endlich die große Nummer sein können. Ja. Weil hier kann ja jeder Superman im Internet sein. Komm nicht dran vorbei.
Ja, du brauchst nur nach Berlin reinkommen. Ich warte bei der Werkstatt auf euch. Weil es hat ja keinen Sinn. Das ist ja, ja wertlos. Ja, aber das war schon abzusehen. Ja, ja, mit der da durch die Leitplanken durch ist, habe ich schon gewusst, das gibt Action. Das war so klar. Ja, meine Junge, was hast du jetzt da vorne vor? Dann ist der Motor abgestorben, der kann nicht schalten. Ja, ich hatte also wirklich damit gerechnet, wie ich den überholt hatte, dass er dann in mir in die Seite reinfährt. Aber scheinbar hat er nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal doch überhole. Ich habe damit gerechnet, dass er euch beide da jetzt über den Haufen fährt. Weil mich hat er ja nicht mehr erwischt, ne? Ich war schon zu weit weg. Ja. Ach nee. Ja, es ist schon lustig, solche Leute. Ja, sowas, so macht der Multiplayer natürlich extrem viel Spaß, ne? Ja. Und vertreibt nur die letzten. Multiplayer wieder seinen Ruf. Ja, vor allen Dingen, es werden die letzten vernünftigen Fahrer vertrieben von Multiplayer. Ja, und die, weißt du, so Kinder verstehen das einfach nicht, ja. Dass irgendwann der Multiplayer weg sein wird, wenn solche Idioten, ja, weil keiner mehr Multiplayer spielen mag. Ja, genau. Ja, dann hast du nur mehr solche Idioten da drauf, die was eigentlich nichts anderes tun, als wie andere reinzufahren und zu rammen. Und da werden die natürlich sagen, vom Multiplayer, nee, für das zahlen wir das alles gar nicht, ja, wir beenden das und dann ist der Multiplayer weg. Ja, und das können wir dann solche Idioten verdanken. Ja, auch diese Idioten oder Chaoten, wenn die normalen Spieler weg sind, die sie ja sonst ärgern, ist ja auch für die das Interesse weg, überhaupt noch auf den Multiplayer zu gehen. So verlieren die Betreiber vom Multiplayer ja auch die Chaoten dann. Ja, weil die halten sich natürlich auch nicht mehr auf dem Server dann auf. Wenn keine normalen Spieler da sind, die sie ärgern können, ja, dann ist ja auch für denen der Sinn des Multiplayers weg. Ja, und wir haben ja das schon... Schlag jetzt den letzten Speicherpunkt. Ja. Ja, passt. Ich meine, wir haben ja das schon erlebt, dass nur 300 Leute auf dem Server drauf waren und das war bitte Samstagnachmittag. Ja, na, abends. Abends, 20 Uhr oder so. Sowas in dem Dreh herum, ja. Oder 21. Und ich meine, da waren, glaube ich, 200 oder 300 Leute auf dem Multiplayer und ich meine, das ist schon sehr wenig, ja. Und da dürfen sie nicht wundern, ja, wenn die sagen, okay, wisst ihr was? Das zahlt sich für uns gar nicht mehr aus, dass wir da was tun, wir drehen den Multiplayer ab und das war's. Mhm. Ja. So, und dann haben wir alle miteinander die Arschkarte. Und das können wir dann, wie gesagt, das können wir dann den kleinen Kinder verdanken, die was nämlich solche Action starten, ja. Immer wieder da irgendein Cheat mit reinnehmen, ja. Da hat es ja mal den Cheat-Motor gegeben, ja, dass du fahren kannst wie ein Gestörter, ne? Ja, mit über 300 durch die Gegend donnern kannst. Jetzt anscheinend gibt es einen neuen, dass man da überall durchfahren kann. Ja. Und ja, wenn sie das lustig finden, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe da die Admins nicht, ja, solche Leute, die wären bei mir gebannt, da kommt er nicht mehr drauf, da kann er machen, was er möchte. Da kann sie das Spiel neu kaufen, ja, da muss sich einen neuen Steam-Account machen, ja, kaum macht er sowas wieder, ist er wieder gebannt und die Sache fängt wieder von vorne an. Da gibt es nicht nur zwei, drei Tage Bann, sondern das ist ein ewiger Bann. Ja, natürlich, aus und vorbei, Feierabend, je nachdem, wie schwer das Vergehen ist, ist es halt für endgültig. Aber dass die Admins es nicht durchsetzen, siehst du jetzt auf Europa 2 mit den PKWs. Es gibt ja zwei Lackierungen. Einmal die Polizeilackierung und die Pilotlackierung als Begleitfahrzeug für einen Konvoi. Ja. In den Regeln steht drinnen, wer die Polizeilackierung benutzt, wird sofort gebannt, endgültig für immer. Und wer die Pilotlackierung benutzt, ohne triftigen Grund. Grund ist, dass er einen Konvoi begleitet. Pro Konvoi sind aber nur zwei Begleitfahrzeuge erlaubt und wer die Lackierung trotzdem benutzt, weil er einfach damit so rumfährt, wird auch für eine gewisse Zeit gebannt. Passiert aber nicht. Die Leute fahren ja trotzdem alle mit dieser Lackierung rum. Ja, es ist einfach nur mehr traurig, was da abgeht. Ja, es nützt nichts, wenn die Regeln aufstellen, aber ihre Regeln einfach selbst dann nicht durchsetzen, weil sie Angst haben, dann Spieler zu verlieren. Ich meine, wir haben ja selber das Problem gemerkt, ja, wenn wir spielen, so, was weiß ich, 3-4 Stunden privat, ja, in Multiplayer, es ist ja kaum ein Admin da. Ja. Ja, also solche Typen wie den kannst du ja reporten, was du möchtest, ja, wenn kein Admin da ist, passiert ja auch nichts. Ja. Und das ist ja das Problem, ja. Ich verstehe die Leute von dem Multiplayer nicht, ja. Das sind, weiß ich nicht, 20 Admins, ja. Aber du siehst immer, wenn einer da ist, sind das immer nur die zwei gleichen. Das stimmt. Es sind immer dieselben.
Und ansonsten von den anderen 18 habe ich noch nie was gelesen oder gehört. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist mein Vorwurf eigentlich an die Betreiber von Multiplayer, ja, dass die Admins nicht präsenter sind. Ja, weil wenn die Admins nämlich präsenter wären, auf EU1, EU2 und von mir aus auf ATS, ist mir ja scheißegal, wie viele Server sie heute halt immer haben, ja, dann hast du solche Idioten ja auch nicht. Oder ja. Wenn, dann nur kurz. Ja, wie gesagt, das ist ein Typ, der kriegt einen Permanentbahn. Ja, das müsstest du vielleicht 2-3 Monate intensiv durchhalten und danach hättest du diese ganzen Chaoten weg. Ja, und dann kommen wieder die Spieler zurück, ja, ja. Die was normal fahren, so wie mir. Ja, weil wenn du schauen tust, ja, wie viele Fronts siehst du wirklich noch fahren? Ja. Ich meine, klar, sie kennen sich tarnen, ja, dass sie jetzt einen männlichen Namen nehmen, natürlich, ja. Aber im Prinzip, also ich kann mich erinnern, wie der Multiplayer begonnen hat, ja. Jeder dritte, vierte LKW hast du mindestens eine Frau gehabt. Ja. Jetzt kannst du sie auf einer Hand abziehen. Ja, oder wie gesagt, sie zeigen sich nicht mehr als Frau, weil sie nämlich so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie dann eben sagen, nö, als Frau spiele ich hier nicht. Ja, es dann ist aber traurig, ne? Männernamen zu oder neutralen Namen und fertig. Ja, aber so ist es halt leider. Ach, guck mal, da ist doch der Idiot. Ja. Danke. Nee, nicht du, der ist da gerade rausgefahren. Dich muss ich ja nicht extra so benennen, das tue ich ja sowieso immer. Also, ich muss ja den Zuschauer sagen, am Anfang haben wir geglaubt, der Stefan ist die Stefanie, nicht? Aber dann haben wir gehört, dass so eine dumpfe Stimme, das kann nur männlich sein. Nicht? Aber, naja, ist ja wurscht, ist egal. Ja, ich würde sagen, die Folge ist heute etwas sehr komisch gewesen und ich würde sagen, wir würden für heute beenden. Danke euch dann. Hast du die Ansage gemacht oder ich? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich war. Gut, dann mache ich auch die Absage. Jo. Also, wir danken euch trotzdem fürs Zuschauen. Ja, gut, das Ende. Wir wollten eigentlich weiterkommen, aber man sieht ja leider, dass es nicht geklappt hat, weil es ja leider immer mal wieder solche Spinner gibt, die meinen, wunders wie fahren zu müssen. Ja, da hinten hat er jetzt wieder einen gerammt. Ja, und nochmal. Ich verabschiede mich da jetzt da wieder ID und sag ID nach Hause telefonieren. Ja, gut, also Ade. Ciao, ciao. Tschüss.